So, herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz. Ich führe euch durch diesen Kurs. So, beim letzten Mal hatten wir uns angesehen, wie ein Website-Dokument grundsätzlich aufgebaut ist, und in den folgenden Videos, in den nächsten drei Videos, zeige ich euch einige wichtige Befehle. So, wir gehen mal in unser Programm gleich wieder hinein, und wenn ihr das jetzt so noch vorliegen habt, wie das das letzte Mal ausgesehen hat, dann seht ihr auf der Internetseite Folgendes oder im Internetbrowser. Und ihr seht auch, dass hier haben wir einen Zeilensprung drin, aber der ist im Internetbrowser gar nicht zu sehen. Das liegt daran, dass ich dem Internetbrowser das nicht mitgeteilt habe, dass der das als Zeilensprung lesen soll. So, und wenn ihr solch eine Internetseite erstellt, dann müsst ihr dem auch sagen, jetzt bitte in einer neuen Zeile beginnen. Sonst setzt er nämlich alles, was ihr geschrieben habt, einfach so hintereinander. So, es gibt hier mehrere Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit ist, ein Tag oder einen Befehl reinzuschreiben in Winkelklammern, also in kleiner als und größer als, und der lautet BR. Einfach ganz schlicht. So, und wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und mir die Internetseite neu lade, dann werdet ihr sehen, so, der hat mir das jetzt in die nächste Zeile gerückt. Ja, ganz einfache Sache. So, man kann den Text ganz verschieden formatieren. Ich zeige euch jetzt ein paar Sachen, die gerade für Anfänger auch sehr bequem sind. Ich werde euch später nochmal erklären, warum die gar nicht so erwünscht sind. Aber das kommt erstmal, wenn wir dann uns schon ein bisschen in die Programmierung hineingefuchst haben. So, ganz wichtig erstmal, was viele gerne verwenden, ist ein B in Winkelklammern. Das B steht für Bold, für Fettdruck. So, und das setze ich jetzt mal um die Internetseite herum. Speichere das Ganze wieder ab. Und lade mir meine Seite neu. Und jetzt seht ihr, hat er mir die Internetseite in etwas dickerer Schrift ausgedruckt. Aber nicht in größerer, sondern in dickerer. Ne? Also das ist der sogenannte Fettdruck. So. Ich mache das jetzt hier mal mit meinem Texteditor größer. Das müsst ihr nicht machen, sollt ihr auch nicht machen. Das spielt für das Programm überhaupt keine Rolle. Also wenn ihr das im Internetbrowser, aber damit ihr es besser seht. So, ich habe einen Anfang und ein Ende, und diese, wozu ich immer bisher Befehl gesagt habe, die nennt man Tags. Das wird also ein Tag wird geschrieben wie das deutsche Tag plus klein, bedeutet Schild. Und wir haben fast immer einen Anfang und ein Ende, außer hier zum Beispiel bei dem Break, da hat, oder bei dem BR, da hattet ihr das nicht. Ist aber auch klar, weil es einfach nur ein Zeilensprung. Also, und hier beginnt das etwas fett zu machen, fett auszudrucken, und hier beendet es das. Ne? So, das ist ganz einfach die Logik dahinter. So, jetzt mache ich es wieder klein, damit es dann nicht so ganz deutlich aussieht, auffällt. Und 12. Ne, 11. Ja gut, ist auch egal. So, jetzt möchte ich hier unten das möchte ich kursiv machen, also das, was ich im Texteditor hier oben mit dem K erreiche, das möchte ich hier unten machen. Kursiv heißt im Englischen Italic, und deshalb ist die Abkürzung dafür auch I. Ich setze das wieder in Winkelklammern und schreibe hier hinten, dort wo es dann beendet werden soll, ein Schrägstrich I hinein, auch in Winkelklammern. Speichere das Ganze ab und lade das Ganze. Und jetzt seht ihr, hat er mich hier diese Sache hat er mir kursiv gesetzt. Es gibt noch einen dritten ganz einfachen Befehl, und ihr werdet das schon merken. Wir haben
Fettdruck gehabt, wir haben Kursivsetzung gehabt und jetzt möchte ich das Ganze noch unterstreichen und das kann ich auch machen. Und jetzt zeige ich euch auch, dass man die Befehle schachteln kann. Ich gehe hier hinter das I, wo der anfängt, das Kursiv zu setzen, schreibe U hinein für Underline oder Unterstrich und ein Schrägstrich U dort, wo es beenden werden soll. Das heißt, der macht mir eine Linie unter HTML. So, speichere das Ganze wieder ab und gehe in meinen Browser hinein. Und jetzt seht ihr, hat er mir das HTML unterstrichen. So, ganz wichtig, dieser Start-Tag und der End-Tag, die müssen immer gesetzt werden, fast immer gesetzt werden. Wenn sie nicht gesetzt werden oder wenn zum Beispiel der End-Tag fehlt, kann es manchmal sein, dass euch der Browser ganz wüste Sachen macht. Hier noch nicht, aber bei späteren Befehlen, die ich euch zeige, kann das manchmal zu ganz komischen Irritationen führen und deshalb immer daran erinnern und auch immer überprüfen, wenn ihr auf Fehlersuche seid, ist denn zu dem Start-Tag auch ein End-Tag vorhanden. Gut, jetzt habe ich euch ein paar Sachen gezeigt, den BR-Befehl, der einen Zeilensprung macht, den Bold-Befehl, der das Ganze fett macht, Italic oder I und Italic, der das Ganze kursiv setzt und U für Underline, der das Ganze unterstreicht. Und beim nächsten Mal zeige ich euch ein paar Sachen, die wir oben in das Head-Element reinschreiben können. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.